Mein Name ist Patrick Redding, ich bin Direktor hier am CIPAU Grengewald zu Niederranden. Also CIPAU hat 150 Bäder und wir arbeiten heute zu 182 Mitarbeiter. Als Hausleiter an dem wunderschönen Park hier mitten an Niederranden, wo wir wirklich die Chance haben, einen ganz schönen Road zu haben. Und natürlich auch viel Platz, wo als Bewohner sich immer können bewegen, auch während Zeiten wie zum Beispiel dem Covid. Also die Idee ist am Anfang, dass da noch draußen stehen. Wir müssen das Haus wie alle anderen auch zumachen. Und wir müssen ganz schnell auf eine Idee kommen, wie wir könnten fertig bringen, dass als Bewohner trotzdem den Kontakt mit ihren Familien, das wirklich wichtigste wird zu haben, können weiter behalten. Und durch Zufall kriege ich einen Artikel aus einer Zeitung, wo in Holland eine Firma Container, 12 Meter Container zur Verfügung stellt für Rockkonzerte. Die Container sind angedeilt an zwei Schlafzimmer in Längs und in Trietz. Und da ist die Idee gekommen, dass man die Idee könnte nicht überholen und am Anfang zu umsetzen, hier am SIPA, für eben die Kommunikation herzustellen. Das haben wir auch relativ schnell fertig gebracht. Die Firma war extrem reaktiv und hat uns dünne Container geliefert, wo noch keine zwei Schlafzimmer mehr waren. Längs und Trietz waren zwei Plätze mit Duschen und damit ein Plexiglas-Plug, wo die Leute sich konnten gesehen, hören mit einem Parlophon. Aber war zu jeder Zeit die Hygiene zu 100% garantiert. Das war wirklich eine fantastische Sache, dass Platz da war, dass extrem gut bei den Familien kam. Am Anfang war es ein Container, könnt, meine genannte Sipa in the Box. Für ein bisschen innovativ und auch ein bisschen witzig zu sehen, weil das so ein Kost, Container. Sobald die Leute das Foto gesehen haben und noch selber gucken kommen, ist das immens gut gekommen. Das ist ein Moment, im Moment, dass also das nur sechs Wochen sich nicht mehr rumzugehen sind. Also, das ist schon eine lange Zeit. Also, der Success im Großen und Ganzen war ein Team-Effort. Die konnten nicht mehr nach Richt gehen, weil die Kippen aus der Pflege, aus der Servicetechnik und aus der Hotellerie wirklich daran geschafft haben, für wirklich das ein Success zu machen.